Nach der zweiwöchigen Pause, Freunde, ist jede Menge in Fortnite passiert. Eigentlich nicht so viel, aber es hat sich natürlich richtig angehäuft und das werden wir alles in diesem Video besprechen. Es gab halt eine lange Pause, weil nach dem Winterfest 2023 Ende halt der Content in Fortnite so langsam runtergegangen ist und erst das nächste Update natürlich nächste Woche rauskommt. Erstmal haben wir den kommenden Fall Guys Spielmodus, der derzeit noch entwickelt wird. Es wird einige Minispiele darin geben und ihr werdet als Fall Guys Charakter bzw. Fall Guys Charaktere mit Fall Guys Physik und Funktionen spielen können, genau wie im Spiel selbst. Derzeit liegen aber keine weiteren Informationen oder Veröffentlichungstermine vor. Dann kommen wir mal zu Rocket Racing, denn kommende Zusammenarbeit mit Auto Cosmetics werden einmal Ferrari 458 sein und Citroën C3R5 bzw. Rally 2. In Version 28.00 wurden nämlich bei beiden Fahrzeugen die Motor-Audio-Einstellungen frühzeitig in die Dateien hinzugefügt. Auch beim Citroën C3R5 wurde schon früh eine Sounddatei hinzugefügt, also es ist nur noch eine Frage der Zeit. Auch an einer neuen Art von Waffenmods namens AMS wird derzeit gearbeitet. Dazu gehören Feuergeschosse, also von euch getroffene Oberflächen werden dafür damit in Brand gesetzt, Kugeln, die pro Treffer Ausdauer verleihen, automatisches Feuer und Multiplikator für kritischen Schaden. Weitere Waffenmods sind einmal langer Lauf, dreifaches Fass, Mündungsbremse und Magazin überladen. Des Weiteren haben wir jede Menge neue Fortnite Festival und Rocket Racing Leaks. Erstmal eine kommende Auren namens Borealis und Cyber. In einem aktuellen Interview mit dem CEO von Harmonix wurden auch Jam Loop Unterstützung für Creative, wöchentliche Songs, neue Modi wie Arena und keine zusätzlichen Instrumente bestätigt. Also aktuelle Instrumente wird es weiterhin geben und es sollte keine neuen geben. Psyonix arbeitet für Rocket Racing an einem Modus namens Todesrennen, dessen Ziel es ist, die Strecke durch das Platzieren von Gegenständen wie Stacheln schwieriger zu bewältigen, sodass andere Spieler von anderen gegen tödliche Hindernisse geschleudert werden können. Hier ist zum Beispiel ein Einblick auf einer der ersten Todesrennen-Maps, wobei dieses Wedge heißt und noch in der Entwicklung zu sein scheint. Anscheinend arbeitet und experimentiert Epic Games auch mit einer sechsten Lane für Songs, was entweder sich in der Entwicklung befindet oder schon verworfen wurde. Zudem ist hier ein ziemlich abgenutzter Blick auf die zuvor erwähnte Cyber-Aura, an der gearbeitet wird. Psyonix arbeitet zusätzlich an einem eigenen Replay-Modus, was eure Strecke aufzuzeichnen scheint und ihn später im Format eines Geistes anzuzeigen, um euren bisherigen Rekord zu brechen, wobei es sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. UEFN wird außerdem bald den Rocket Racing Editor erhalten, wo die Spieler ihre eigenen Strecken erstellen können. Dies wird exklusive Geräte enthalten wie Physiktarif, Geschwindigkeitspad und viel mehr. Und eine sehr interessante Info ist, dass Midas zurückkehren wird. Das wurde jetzt bestätigt, denn das liegt daran, dass der Boden ist Lava LTM in der API für kurze Zeit in Midas präsentiert, der Boden ist Lava umbenannt und dann wieder umgekehrt wurde. Und laut Fortnite ist die Möglichkeit, dass Personen, die keine Gruppenanführer sind, im neuen Jahr den ausgewählten Spielmodus ändern können, beabsichtigt und kein Fehler. Die 2024-Version von Fortnite OG könnte sich von der Vorjahresversion deutlich unterscheiden, denn laut einem Mitarbeiter von Epic Games denken sie nämlich über Möglichkeiten nach, um sicherzustellen, dass es nicht einfach das gleiche wie beim letzten Mal ist. Und brandneue Informationen zu Fortnite Festival sind dann auch rausgekommen gegen den 9. Januar herum, denn brandneue Jam-Songs werden ab jetzt jeden Donnerstag rauskommen. An diesem Donnerstag, also in der Woche vom 9. Januar, waren es zum Beispiel Shawn Mendes und The Weeknd mit Can't Feel My Face. In derselben Woche wurde auch ein altes Item aus dem Tresor geholt und wieder hinzugefügt, und zwar die Zielerfassungspistole. Ich bin kein Fan davon, aber ist auf jeden Fall wieder da, aus Chapter 4 Season 2. Ihr könnt es wieder auf dem Boden, in Truhen, Vorratsdrohnen und im Wasser finden. Aber sie hat leider eine extrem niedrige Spawnrate, deshalb wird es schwieriger sein, diese Waffe zu finden. Aus irgendeinem Grund ist nämlich das Angeln die größte Chance, es zu finden, denn die Spawnchancen sehen folgendermaßen aus. Version 28.30 wird derzeit getestet, das sollte aktuell das letzte Update dieser Season sein. Und auch die Playlist-Coverbilder für Rettet die Welt sowie Gruppenkeile wurden vor einigen Wochen aktualisiert. Vor 4 Tagen wurde dann auch ein weiteres Item als Hotfix zurück ins Spiel gebracht, nämlich das Crash Pad Junior. Keine Ahnung warum, sollte eigentlich ein bisschen Abwechslung in den Lootpool bringen, aber es hat derzeit eine Droprate von ca. 60 bis 65% und kann auf dem Boden sowie in Truhen gefunden werden. Außerdem hat der E-Sports-Turnierveranstalter Blast seine Partnerschaft mit Epic Games erneuert und erweitert, sodass sie weiter das FNCS produzieren und jetzt auch die Rocket League Champion Series, also RLCS, machen können. Es handelt sich um einen Mehrjahresvertrag. Jetzt kommen wir zu einem gigantischen Story-Leak, denn anscheinend, das könnte sich auch um einen Fake handeln, so wie einige Leakers behauptet haben, soll der vor Monaten geleakte Order Resort Comic sich wieder in Arbeit befinden. Mit einer Änderung der Storyline nach Donald Mustards Weggang
der an diesem Comic schon gearbeitet haben soll. Daran sind auch Kevin Feige, Präsident von Marvel Studios, und Iman Vellani, Miss Marvel Schauspielerin, beteiligt. Beziehungsweise Kevin Feige hat sie eingeladen, um an diesem Order Restored Comic zu arbeiten und die Storyline voranzubringen. Kommen wir doch zu einigen Einzelheiten bezüglich FNCS 2024, denn die Fortnite Championship Series kehrt mit einem Preispool von 7.675.000 US-Dollar zurück und drei Majors, die in der FNCS Global Championship 2024 gipfeln. Nach den drei Majors findet wieder ein In-Person-Showdown statt. In jeder Battle Royale Season während FNCS 2024 wird es zwei FNCS Community Cups geben, bei denen Spieler Cosmetics verdienen können. Bei jedem ersten FNCS Community Cup einer Season gibt es als Preis ein neues Bundle, während es beim zweiten das wiederkehrende FNCS Global Championship 2023 Bundle gibt. Hier habt ihr auch ein neues FNCS 2024 Make It Known Promo Asset. Außerdem hat Epic Games klar ausgedrückt, dass Siphon nicht in den FNCS Majors 2024 enthalten sein wird. Alle weiteren Details findet ihr unten im Blogpost. Ansonsten erhält Rock Band, das Spiel, das Fortnite Festival ziemlich ähnelt, seinen letzten DLC am 25. Januar 2024, wobei das Fortnite Festival künftig der Ort für ein Rock Band ESC Rhythmusspiel sein wird, als Alternative quasi für dieses Spiel. Es wird auch erneut bestätigt und erwähnt, dass Unterstützung für Rock Band 4 Instrumente zu Fortnite Festival kommen wird. Und apropos Fortnite Festival, folgendes Gitarreninstrument kommt bald in den Itemshop, da der Tweet dazu versehentlich zu früh gepostet wurde. Und zu guter Letzt hat Fortnite am letzten Wochenende über 100 Maps mit Inhaltsverstößen wie Rassismus entfernt. Sie gaben auch bekannt, dass sie sehr aktiv zuhören und dass das Problem mit dem Entdeckenmenü und den ganz komischen Maps derzeit streng überwacht wird. Wöchentliche Aufträge kommen weiterhin jeden Dienstag um 15 Uhr raus. Ansonsten haben wir hier nochmal den aktuellen Itemshop mit Hawkeye, Nick Fury, weiteren Marvel Cosmetics, Captain America Bundles, Captain America selbst, Hulk ist auch am Start. Dann haben wir Signature Style wegen Lego und dann haben wir auch Wegbereiter mit weiteren alten Cosmetics. Also das sind eigentlich die für Lego gedacht. My Hero Academia findet auch seine Rückkehr, wurde ja vor ein paar Wochen geleakt mit dem Hintergrund, der zurückgekommen ist in die Dateien. Und da ist auch jede Menge dabei. Ansonsten haben wir Zukunftskrieg mit Terminator, Cyclone ist zurück, Jäger 619 und Lamborghini wurde vor einigen Wochen auch aus dem Itemshop entfernt. Hier haben wir nochmal die restlichen Bundles, genauso wie Fortnite Festival Sachen und die Instrumente. Mein Creator Code ist leider rausgeflogen wegen der langen Inaktivität und meiner Pause seit 2 Wochen. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr wieder daran denken würdet, meinen Creator Code Nightsky10 im Itemshop einzutragen. Wenn ich irgendwas aus Chapter 5 noch im Itemshop oder bezüglich dem Battle Pass holt, würde mich sehr freuen und natürlich mega unterstützen. Fliegt alle 14 Tage raus, würde mich sehr freuen. Ansonsten war es auch mit diesem Video. Über ein Abo würde ich mich ebenfalls freuen. Lasst ein Like da, wenn ich euch unterhalten konnte. Und ciao.